Wir haben genug eigene Probleme. Wir brauchen keine Asylanten. Diese Worte spiegeln nicht nur die Gefühle der Leute hier in Eckesin wider, sondern diese Worte spiegeln die Gedanken von vielen Leuten im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern wider. Es wurde davon gesprochen, Zitat, dass die Aufnahme von Asylanten in Tormelow kein Kostenthema sei. Da stelle ich die Frage, wer bezahlt denn die Aufnahme von Asylanten? Wer bezahlt denn deren Versorgung und so weiter? Es sind unsere Steuergelder. Auch wenn immer wieder gesagt wird, das Land erstattet die Kosten. Wer bezahlt denn die Steuern im Land? Von wem kommt denn das Geld? Die Staatsverschuldung der BRD beträgt mittlerweile über 2 Billionen Euro. Trotzdem setzen die Multikulti-Fetischisten ihre Fremdensucht weiterhin fort. Und das, wie mein Vorredner schon erwähnt hat, auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Damit muss endlich Schluss sein. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wir haben genug eigene Probleme. Wir brauchen keine Asylbetrüger. Wir wollen keine Multikulti-Gesellschaft. Wir wollen, dass Deutschland das Land der Deutschen bleibt. Die NPD ist heute auf ihrer Rundfahrt durch Mecklenburg-Vorpommern gegen Asylbetrug, gegen Asylschnorrerei, gegen kriminelle Ausländer und für eine Politik, die sich nur und einzig und allein an dem Wohle des eigenen Volkes ausrichtet, hier zu Gast in Tormelow. Es spricht nun zu Ihnen der Vorsitzende der NPD-Fraktion im Stadtrat von Lütterwinde, Marco Müller. Seit 2 Wochen sind wir am Land unterwegs, denn nicht nur in der Region Lügerandow werden demnächst Asylanten einquartiert, sondern im gesamten Land, in Rostock, Schwerin, Bad Doberan, Grevesmühlen, auch auf der Insel Rügen, in Sassnitz, Sagard, überall im ganzen Land sollen Asylanten einquartiert werden. Und überall ist es dieselbe Masche. Die Leute werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir haben uns überall mit Leuten unterhalten, haben gefragt, wie viele Asylanten sind in eurer Gemeinde. Darauf konnten die meisten keine Antwort geben. Warum nicht? Weil die gleichen Parteien auch bei Ihnen in den Gemeindevertretungen sitzen. Die gleichen Parteien, die hier in Tormelow die Situation beschönigen und die Tatsachen verschweigen, sitzen auch bei Ihnen in den Stadtvertretungen und Gemeindevertretungen. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wir haben genug eigene Probleme. Wir brauchen keine Asylbetrüger. Wir wollen keine Multikulti-Gesellschaft. Wir wollen, dass Deutschland das Land der Deutschen bleibt. Deshalb fordern wir, dass während eines Asylverfahrens alles zu unterlassen ist, was der Verfestigung des Aufenthalts dienen könnte. Der Asylant soll nicht Teil unserer Gesellschaft werden, sondern auf die Entscheidung in seiner Sache warten und dann im Falle einer Ablehnung zügig wieder abgeschoben werden. Wir handeln aus Sorge um unser Land und für die Zukunft unserer Kinder. Wir wollen eine andere Politik, eine nationale Politik der sozialen Verantwortung. Eine Politik, die allein dem Wohl unseres Volkes verpflichtet ist. Verehrte Anwohner von Drückeheide, ich möchte mich an dieser Stelle als Vertreter des NPD-Regionalverbandes hier in Lügerandow nochmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unser Flaggschiff setzt sich jetzt weiter in Bewegung Richtung Pasewalk. Dort werden wir unsere nächste Kundgebung um 14.30 Uhr abhalten. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein wenig Mut zusprechen konnten, dass Sie wissen, dass es eine Plattform gibt, eine Partei, die mit klaren Worten die Tatsachen benennt und nicht verschweigt, so wie die Versager, die jetzt an der Macht sind.
Wir wollen erst nicht hinnehmen, dass in unseren beschaulichen Städten, wie zum Beispiel hier in Pasewalk, in wenigen Jahren Zustände wie in deutschen Ballungszentren herrschen. Der Anteil der nichtdeutschen Einwanderer und deren Nachkommen wächst in deutschen Ballungszentren rapide an. Schon heute haben in vielen Großstädten mehr als die Hälfte der unter Sechsjährigen keine deutschen Vorfahren. Deutsche Jugendliche sind dort bereits in der Minderheit und sehen sich einer Alltagsaggressivität ausgesetzt, die an Intensität und Brutalität ein erträgliches Maß längst gesprengt hat. Allein seit Beginn dieses Jahres gab es schon wieder mehrere Deutsche, die Opfer dieser Bereicherung geworden sind. Hier einige Beispiele. Am 11.01. in Heilbronn, gemischt nationale Täter, schlagen 38-Jährigen zu Tode. 31.01.2013 in Bremen, Jörg H. durch 20-Jährigen Türken hingerichtet. Hamburg, Südländer sticht auf 50-Jährigen Deutschen ein. Ein Haftplatz in Berlin kostet pro Tag 80 Euro. Für alle, die rechnen können, sind es im Jahr bei 700 Intensivstraftätern 20 Millionen Euro. Zum Vergleich, ein Neubau eines Kindergartens, da laufen sich die Kosten auf 2,1 Millionen Euro.